Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play von einer Adventure Map, und zwar nicht von der Map, die wir letztes Mal gespielt haben, wo wir hier stecken geblieben sind, weil das hier die ganze Zeit geleckt hat. Wie ihr gerade hier schon merkt, das leckt mich immer, wenn wir hier sind. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Das muss irgendwie an der Map liegen. Bei anderen Map ist, anderen Maps ist das nicht so. Auf jeden Fall, oh Gott, führt ja auch nur einen Weg lang, dann hier zu so einem Steg, da fährt man dann mit dem Boot hier hin und da ist eigentlich auch schon, ja, das Ende der Map und hier geht das gerade sehr langsam mit der Welt. Keine Ahnung, wieso. Ich weiß auch nicht, wieso die Welt so laggy ist. Das ist mir leider ein kleines Rätsel. Congratulations, Test Subject 33. You have successfully passed the test facilities. Enjoy your success. The test will be rebooted in a few minutes. Until then, enjoy the cake offered in the room below. Jo, und auch below in der Beschreibung ist mein Facebook und Twitter. It's real. Oh, jetzt hab ich schon wieder was kaputt gemacht. Moment, es leckt immer noch. End of game. Break the world glass. Also hier war noch so ein Glas-Ding. Muss man dann zerstören. Das habe ich eben gemacht, um hier schon mal zu gucken, ob hier noch irgendwas Großartiges ist in der Map, aber hier ist ja nichts mehr. Read from left to right. And now just do what you want. Okay, Moment. This is the Epic Winner Room, where the Epic Winner will get to know his Epic Win. Winning. See Sheen. Charlie Sheen. Just wait a second and you'll get an Epic GZ. Keine Ahnung. GZ-Gebühren. GEZ-Gebühren. Just one more sign. This is one more sign. Congratulations. This time for real, I swear. You've beaten Escape Island. Now go ahead and report your epic win on the forum. Don't worry, just show off because you beat Escape Island. And don't forget to mention the awesomeness of this awesome map. Know what? Because you were so awesome to beat this, I'll offer you something, let me think. You already got cake, so I'll offer you a cookie. So glaube ich ein Cookie darstellen. Sich so lenken würde. Here you are. I know it looks crap on sign. Just type in somewhere else. Okay, kann ich jetzt gerade nicht im Chat machen. Egal. Well, actually, you haven't beaten the game yet. First, you have read all the signs. And I fill this whole last wall with them too. It's actually getting boring. Just really. Don't forget to report your score. Now just do what you want. Ja, ich habe keine Ahnung, wieso diese Welt hier so leckt. Ich mache jetzt einfach mal. Oh, laggedy lag lag. Wir nehmen uns mal eine andere Welt und das ist alles nicht schön. Wir nehmen uns jetzt mal die Welt, die ich jetzt spielen wollte. Moment, ich mache mal hier gerade auf peaceful. Und das ist die schöne kleine Map, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Traurig. Sowas nennt man leider traurig. So, turn around. Welcome to Class Obstacle Course. Ah, so heißt Web, okay. Version 1.6. Read the rules before starting. Hall of Fame. Glass. Ah, okay. Was ist das? Cheating Room, okay. Do not use the bats to cheat. Rules. Do not skip stages or use the edges of the stages. No breaking or placing blocks. No mods like smart moving mod. Get a set of diamond armor and a bat. Play on peaceful. No raging when you are having trouble. Have fun. You have chosen file 1. Okay. Bat and armor. Oh. Protection, fire protection, protection. Protection 4, Alter. Nicht schlecht. Food. This is for a lazy MP people. Also Multiplayer people. Falls sie nicht auf Peaceful umswitchen wollen. Den Server. Und so, ne? Stage 1. Beginners test difficult easy. Ach so, hier werden nur die Stages erzählt. Das ist aber, denke ich, erstmal unwichtig. Ich gehe mir erst da lang in die Richtung Wald. Was steht denn hier? Stage 5. Okay. Stage 5 wollen wir am Anfang noch nicht machen. Wir nehmen das alles chronologisch vor und fangen natürlich mit dem ersten an. So. Ah,
denn noch? Ne? Ihr wisst schon. Beginner, Fragezeichen. Go forward. Stage 1, Starting Zone, Stage 5. 5, 1, 2, 3 und 4. Erinnere mich ein bisschen an C3C, wenn ich ehrlich bin. Aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Stage 1, Beginner's Test, Difficult, Easy, / Normal. Is it like as if you have cleared this challenge? Also, es erinnert mich wirklich sehr an C3C. This stage is basic. Make sure your version is 1.1. Checkpoint Hall. Ich habe zwar nicht 1.1, aber ich denke mal, mit 1.2 geht das auch. Try not to sprint jump. Oh, okay, dann nochmal zurück. Moment, was steht hier? If you are reading this, you suck at parkour. Ich bin extra runtergegangen, um das zu lesen. Ach, scheiße. Okay, vielleicht suck ich wirklich daran. Ich sauge an der Brust des Lebens. Nein. So weit wollen wir es nicht kommen lassen. So, ich will jetzt erstmal die epische Rüstung anlegen, ey. Wow. Das geht doch hier gar nicht ohne Sprinten. Ach komm. Dann muss ich halt sprinten jetzt. So. If you fall down at the stage, you are bad. Ja, aber ohne Sprinten, wenn man es ohne Sprinten versucht, dann nicht. Open the door. Und das hier ist ja. Genau, das ist dieser Checkpoint Hall oder Hallway oder wie auch immer. Ja, Hall. Hall, 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 Hall. Oder Hall, wie ich. Stage 1, Level 2. Do you know how to make these jumps really fast? Mit Sprinten? Oder auch nicht? Ja, yeah, das war nicht sehr gut. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, wie man sich sonderlich schnell macht. Sondern nur so. Ich weiß jetzt nicht, ob das sonderlich schnell sein soll. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Tipp. Hold down your sneak key when climbing ladders. Aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen verschnupft. Ich weiß nicht, wieso. Und vor der Aufnahme war das nicht. Das ist irgendwie voll komisch. Immer, wenn ich die Aufnahme starte, dann kommt... Ja, dann kommen die Tränen, dann kommt der Schweiß, dann kommen die Schleimhäute richtig wieder richtig aktiv. Ist ein bisschen doof. So. Zack, da hoch und woppa. Also muss sagen, der Kurs ist wirklich bisher noch relativ einfach. Easy peasy. Easy going. Da kann man ein bisschen chillaxen. Lazy down. Mach was weiß ich. Was da noch alles gibt. Wobei ich mir Lazy Down auch gerade selbst ausgedacht habe, aber das ist ja alles nebensächlich hier, ne? So. So. Und zack, runter ins Wasser. Wieder hoch. Okay. Das habe ich jetzt übrigens ganz verstanden, aber okay. Water Jumps. Stage 1, Level 4. Komm ich denn da oben? Ah, hier komme ich rein. Ah, die Decke ist schon so ein... Ah. Mist. Mist, 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 mist. Das sagt doch keiner mit der Frosch. Ah, lächerlich, lächerlich. 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 Lächerlich, lächerlich. Auch das hier easy. Muss einfach nur rüber schwimmen und nicht mal springen, oder... Oh. Nein. So. Eieiei. Oh. Ja, das hier wieder easy going. Easy showing. Ja, 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 ja. Jetzt müssen wir noch zu Ende schwimmen. Let's go. So, Stage 1, Level 5. This is where most peeps start to have troubles. Replay. Ach, das ist hier bloß Quatsch. Ihr Disk-Gedöns. Also hier soll es so schwierig sein. Okay. Sieht nicht so verdammt schwierig aus. So. Da, dann hier.
Wo? Den Zaun drauf. Fuck, Junge. Ah, geht doch. Scheiße. Mann, beim ersten Mal bin ich noch relativ weit gekommen. Ach, geht doch. Alter. Und da lang. Auf. Hier rauf. Scheiße ist das. Es ist doch einfach jetzt Mist. Das kann doch nicht anstehen. Naja. Ich könnte mal einfach irgendwie ein bisschen was erzählen, so. Keine Ahnung. Vielleicht aber was Gaming-bezogenes. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe auch schon lange nicht mehr so über so ein Thema gesprochen, sag ich jetzt mal. Ich habe ja in letzter Zeit wirklich nur immer so, ja, Minecraft-Inhalt mäßiges gesprochen, also mehr so die Situation beschrieben und so. Ich kann ja auch mal wieder über so ein Thema reden, wie zum Beispiel die, ich weiß nicht, die Xbox 360, nicht 360, sondern 720. Die soll ja angeblich 16 Kerne haben. 16 Kerne. 16 Kerne! Alter, da fällt mir eigentlich schon gar nicht mehr zu ein. Also ich meine, 4 Kerne werden allein gebraucht für die Erfassung per Kinect und so. Also das ist schon relativ hart. 4 Kerne. Ja gut, man kann das ja auch mit maximal 4 Spielern spielen. Und ich meine, 4 Spieler, die genauso zu scannen und analysieren, wie die gucken und so weiter und so fort. Das ist schon nicht ganz einfach. Da kann ich mir 4 Kerne eigentlich schon... Ach, hier ist eine Leiter. Entschuldigung für den Huster gerade. Ah. Sie hat mir niemand vorher gesagt, dass da eine Leiter ist. Direkt scheiße. Das macht das Ganze viel, viel einfacher, ey. Alter. Ich hätte mir vielleicht die Map nicht downloaden sollen. So, und jetzt noch da rein. Ja, geht doch. Ja, super. Deep top. Ja. Yeah. Mamma mia, es klappt. Last level of stage number one. So. Da hoch, dann da runter. Wir konnten gerade rausgucken. Moment. Okay, da kommt noch ordentlich was auf uns zu. Vor allem auf diese Zaunpfähler zu springen, das ist immer richtig schwierig. Weil ich habe natürlich so viel Skill, dass ich das schaffe. Au. Oh. Das ist doch jetzt scheiße. So, hier hoch. Ja, die Musik ist auch sehr, sehr schön. Ich mag die Musik. Und ich will gerade was ausprobieren. Ah, funktioniert doch. Ja, das ist richtig fabulos, aber ich schwimme lieber erstmal hier rauf, weil das doch ein bisschen safer ist. Ja, und ich mache auch wieder Anglizismen, Mars-Anglizismen. Einfach Zehntausende pro Minute sagen. Ne, und ich bin gerade so ein bisschen... Ich bin noch ein bisschen müde. Das liegt aber auch daran, weil ich letzte Nacht lange auf war, sagen wir es mal so. Mit lange meine ich lange. Oh, jetzt habe ich die Leiter gar nicht angesprungen. Egal. Man muss ja auch nicht alles anspringen, was man sieht. Das gilt vor allem für die Herren der Schöpfung. Der Herren der Schöpfung. Ja, ja. Hier kommen wir lang. Und auch von hier direkt aufs Glas springen, oder?
Ja, das hat total geklappt. War ein super Plan. Ja, toll. Jetzt kann ich es alles nochmal machen. Ich hasse es, Sachen nochmal zu machen. Außer ich mag sie. Wie zum Beispiel... Ich weiß nicht. Masturbieren. Nicht. Ich habe nicht masturbieren gesagt, ich habe masozieren gesagt. Oder musizieren. Also, musizieren, musizieren. Kommt ja nicht von Moos. Wobei das auch sehr lustig wäre. Musizieren. Boah. Wieso schaffe ich den Sound da denn jetzt nicht? Sorry, scheiße. Scheiße am Spieß ist das. Mann. I will versuch, du schaffst. Ja, das war schon mal so wunderschön. Ich war voll auf den Boden gelegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn man sich in Minecraft gar nicht hinlegen kann, was ich ein bisschen schade finde. So ein bisschen, ne, also crouchen kann man ja auch nicht wirklich, man kann sich nicht ducken. Ah, Nase zu, ey. Unglaublich.